Moin Moin, das hier ist ein neues Tutorial für MechWarrior Online, wie versprochen noch vor Weihnachten. Und zwar handelt es sich um ein Ausrüstungstutorial für die Atlas-Serie. Ich habe drei Atlas in meiner Garage stehen, die ich euch gerne vorstellen würde. Und ich werde euch nicht nur die Atlas an sich vorstellen, also die Varianten, sondern ich werde euch auch zeigen, wie ich meine ausgerüstet habe. Und ich werde euch ein paar Empfehlungen geben, wie man mit ihnen spielt. Ja. Ganz kurz angefangen mit dem DDC, dem Atlas zurzeit, der am meisten Sinn macht, wenn man wirklich kompetitiv spielen möchte. Da das DDC hat gegenüber allen anderen Atlas-Varianten einen entscheidenden Vorteil, falls ihr es noch nicht wisst, er ist dazu in der Lage, ein sogenanntes ECM zu tragen. Das Guardian ECM, was wir hier auf der rechten Seite sehen könnt. Das Guardian ECM ist eine Störeinheit, mit der man gegnerisches Radar stören kann, und das ist zurzeit eine relativ mächtige Waffe gegen Leute, die sich auf ihre Technik gerne verlassen und weniger mit ihren Augen arbeiten, und gegen alle Einheiten, die mit zielaufschaltenden Waffen wie Langstreckenraketen und SSRM-2s arbeiten. Gegen alle anderen ist es zwar auch eine nützliche Waffe, weil man sich einigermaßen anschleichen kann, in Anführungsstrichen, aber wenn man mit Direktfeuerwaffen arbeitet, dann ist das ECM nicht ganz so schlimm als Gegner, und wenn man ein bisschen seine Umgebung im Auge hat und weiß, wo man nach ihm gucken muss, dann kann man auch das ECM na, nicht umgehen, aber zumindest stört es einer nicht so wahnsinnig. Dementsprechend ist ECM zwar eine mächtige Angelegenheit, aber kein Win-Button, den man einfach drücken muss, dann ist gut. Das gesagt, zeige ich euch jetzt mal, wie ich meinen Atlas ausgerüstet habe. Falls ihr das noch nicht in den Spielvideos gesehen habt. Ihr seht hier im Center Torso habe ich eine Standard Engine 300. Das ist in dem Mech normal. Ich empfehle euch auch ganz dringend, wenn ihr denn euch einen Atlas kauft, auch wenn ihr die K-Variante kauft, der mit einem XL 300 kommt, baut das Ding aus. Ganz im Ernst, wenn man gegen einen Atlas spielt, dann ist es in der Regel so, dass Leute auf den rechten Torso zielen, manchmal auf den linken Torso. Auf jeden Fall ist eine der Torsohälften das erste, was bei einem Atlas angegriffen wird. Das macht Sinn, gerade im rechten Torso sitzt häufig die AK-20 oder eine andere oder ein oder zwei andere böse Autokanonen. Wenn der Mech keine hat, sitzt im linken Torso häufig einiges an Raketenlafetten. Dementsprechend ist ein XL-Engine einfach ein Todesurteil für ein Atlas, weil wenn der Torso geschält wird und die ersten kritischen Treffer reinpurzeln, fällt der Mech halt sofort auseinander. Der Gewichtsvorteil, den man durch eine XL-Engine bekommt, ist zwar ziemlich groß, aber er rechtfertigt in meinen Augen definitiv nicht die Verwundbarkeit, die man dadurch erhält. Also, die Standard Engine 300. In dem Fall gibt es zwei Heat Engine Sync Slots hier. Das heißt, man kann hier zwei Heat Sinks einbauen. Das macht besonders dann Sinn, wenn der Mech mit Double Heat Sinks ausgerüstet ist, weil diese Double Heat Sinks nehmen ja drei kritische Plätze weg in einem Mech. Ne? Drei von diesen Zeilen hier. Und in diesem Fall sind diese drei Zeilen halt egal, weil die halt zu zweit hier reinpassen. Das heißt, man hat hier quasi sechs geschenkte Double Heatsink Slots, wenn man so möchte. Das Guardian ECM habe ich mit Center Torso. Ich möchte halt nicht, dass es schnell zerstört wird. Der Center Torso ist in der Regel das Letzte, was zerstört wird auf dem Atlas, weil der am besten gepanzert ist. Das heißt, ich profitiere halt möglichst lange von meinem Guardian ECM. So, gehen wir weiter. Wir gehen mal in den eben angesprochenen rechten Torso. Hier sitzt eine AK-20. Das ist eine Waffe mit 270 Meter effektiver Reichweite. Und hier sitzt meine Beagle Active Probe. Die Beagle Active Probe ist ein Sensor-Equipment, was mir eine schnellere Zielerfassung ermöglicht und auch eine etwas erhöhte Sensorreichweite. Das finde ich persönlich als ziemlich praktisch. Man bekommt Gegner, die nicht unter ECM-Schutz sind, halt einfach ein bisschen früher mit. Und man kann ausgeschaltete Mechs innerhalb von, ich glaube, 180 oder 200 Metern erkennen. Das ist auch ein Vorteil, den man sich nicht entgehen lassen sollte. Meines Erachtens, es passt halt mit meinem Loadout auch gut zusammen. Wenn man noch Tonnage für was anderes braucht, gut, da muss man halt gucken, wo. Dann habe ich hier im rechten Arm einen Medium-Laser drin. Und hier könnt ihr schon sehen, dass mein Mech auch mit Double Heat Sinks ausgerüstet ist. Das heißt, dass er einen Doppelwärmetauscher hat. Die Doppelwärmetauscher, die sich in der Engine befinden, die hier kommt mit 10 Stück, die gelten als 2,0 mal so effektiv. Das heißt, ein Heatsink ist zwei Heatsinks wert vom Wärmeabbau. Alle anderen Heatsinks, und dazu zählen meine ich auch diese hier in den Engines, jedenfalls gibt es Leute, die gesagt haben, sie hätten das getestet mit Zahlen, die zählen mal 1,4. Das heißt, ein Double Heatsink ist so viel wie 1,4 normale Heatsinks. Ja, seht ihr die Medium-Laser, die beiden Double Heatsinks und einmal AK-20-Munition hier für die Waffe.
Dann gehe ich mal weiter in den linken Torso. Der linke Torso hat ein SM6, also drei von diesen SM6 Racks drin mit Artemis-System. Deswegen kosten die eine Zeile mehr und sind auch eine Tonne schwerer. Das Artemis-System für Kurzstreckenraketen erlaubt mir keine automatische Zielabfassung oder ähnliches, aber ein deutlich gebündelteres Feuerbild. Das heißt, die Raketen fliegen enger zusammen. Und das bedeutet, dass ich eine höhere Chance habe, ein Ziel mit möglichst viel Raketen zu treffen. Ihr dürft mir glauben, drei SRM-6 plus Artemis-System machen enormen Schaden. Jede Rakete macht 2,5 Schaden. Das heißt, ihr könnt euch ausrechnen, bei 3 mal 6, also 18 Raketen mal 2,5 Schaden, da kommt eine Menge bei rum. Außerdem noch ein Double Heatsink hier im Torso eingebaut. Gehen wir mal zum anderen Arm. Hier ist ein Medium-Laser drin. Das Antimissile-System, das ja auch nur hier im Arm unterkommen kann. Ein Double Heatsink. Zweimal AC-20 Munition und einmal die AMS-Munition selbst. Warum tue ich die Munition in die Arme? Ganz einfach, die Arme sind das an einem Atlas, was eher nicht beschossen wird. Die meisten Leute konzentrieren sich auf die Torsoseiten, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und in dem Fall ist es dann sinnvoll, Munition, die explodieren kann, einfach in die Arme zu verfrachten. Da ist sie relativ sicher, sage ich jetzt mal. Dann gehen wir einmal kurz zum Kopf. Hier ist auch nochmal die AC-20 Munition drin. Gut, das könnte man da jetzt auch tauschen mit der AMS-Munition. Das spielt eigentlich kaum eine Rolle. Der Kopf ist bei einem Atlas in der Regel nicht das, was getroffen wird. Das kriegen nur sehr gute Schützen hin. Und dann ist es auch so, dass man sowieso nicht mehr als zwei Treffer von irgendwelchen großen Waffen verträgt. Das heißt, da ist die Chance, dass man gerade die AC-20 krittet, halt relativ gering. Also die Munition hier. Was bleibt über? Dann bleiben die beiden Beine über und hier sind jeweils 2 Tonnen von der SRM-Ammo drin mit dem Artemis-4-System. Das ist die Raketenmunition. Damit kommen wir auf 4 Tonnen für die SRMs, das ist ausreichend für ein Match. Wir kommen hier im Arm auf 2 Tonnen für die AC-20, im Kopf auf 1 Tonne für die AC-20 und im rechten Arm auf 1 Tonne für die AC-20, also auch 4 Tonnen. Das heißt, beide Raketenwaffen, beziehungsweise die ballistische und die Raketenwaffen sind mit jeweils 4 Tonnen Munition bestückt. Ist für ein Match ausreichend. Man kann, wenn das Match sehr lange dauert, tatsächlich out of ammo gehen, aber in der Regel kriegt man vorher kritische Schäden in die Autokanone oder in den anderen Torso mit den SRMs rein. Ich habe mit der Tonnageverteilung mit der Munition gute Erfolge gehabt. Davon abgesehen seht ihr auch, in diesem Match sind keine Slots mehr frei für irgendwas anderes. Was habe ich gemacht, damit ich dieses Gewicht erreichen kann? Ihr seht hier, dass ich die Rüstung auf den Beinen leicht reduziert habe. Die ist immer noch höher als die auf den Armen, womit die Munition immer noch sehr sicher ist. Die wenigsten Leute versuchen, Atlas die Beine wegzuschießen, weil das noch länger dauert, als die Arme wegzuschießen, was die wenigsten tun, weil es eben schneller geht, noch den Torso wegzuschießen. Ihr könnt das hier sehen. Ja. Dementsprechend kennt die Schwächen eures Mechs. Wenn ihr in einem der Torsoseiten von der Rüstung her geschält seid, dreht euch. Und zwar nicht mit den Beinen, sondern dreht euch mit dem Torso, also mit der Bewegung der Maus. Ja, dreht euch einfach auf die Seite weg, wo ihr beschädigt seid. Ihr lauft ja immer noch gerade auf das Ziel zu. Und wenn der Beschuss kurz endet, dreht ihr euch zurück, schießt selber und dreht wieder weg. Das ist die Art und Weise, wie man versucht, sein Torso zu schützen. Das gelingt nicht immer hundertprozentig. Man kriegt das Timing nicht hin, der Gegner wartet vielleicht mit dem Schießen, weil er clever ist. Man selbst dreht sich in die falsche Richtung, weil man unter Stress steht und solche Geschichten. Aber es ist ein guter Versuch wert. Ja, was sehen wir bei dem Mech hier? Der liegt bei 48,6 kph. Ich habe hier einen Speed-Tweak noch drin, dann kommt der auf irgendwas knapp über die 50. Von der Tonnage her ist er voll ausgelastet. Er hat einen Alpha-Schlag-Firepower von 75, was schon ziemlich hoch ist. Da muss man schon noch LSR anbauen oder ähnliches, damit man eine höhere Firepower bekommt für einen Alpha-Schlag. Eine Heat Efficiency von 1,25 ist nicht extrem gut, aber auch nicht schlecht. Ich kann, wenn ich die Medium-Laser nicht abfeuere aus den Armen, kann ich durchaus 4, 5 Salven mit meinen anderen Waffen komplett abfeuern, bevor ich in kritische Bereiche bekomme mit der Hitze. Ihr seht, ich habe eine Standardrüstung drin, also keine Ferrofibrus. Ich hätte auch gar nicht die Strukturslots dafür. Und meine Struktur ist ebenfalls Standard, also kein Endostil. Denn auch hier würden mir zu viele Slots meine Waffen verkleinern und das passt dann am Ende nicht mehr. Ja, was ist ansonsten in diesem Mech drin? Die Double Heatsinks habe ich euch gesagt. In meinem Fall, das könnt ihr hier sehen, ist noch ein Camo-Spec drin, nämlich das Franken. Das ist einfach so als Standard übernommen auf dem Mech. Ich finde, das sieht ganz schick aus. Jetzt kommen wir mal zu was anderem, was ich euch gerne zeigen würde. Und zwar habe ich das beim letzten Mal nicht gemacht in dem Tutorial für die Kommandos. Das mache ich hier aber. Ich sage euch nämlich, wie meine Waffen belegt sind.
Und da seht ihr ja, dass sich die AK-20 zwei Medium-Laser und drei von diesen SM-6 haben. Die haben alle komplett die gleiche Reichweite, nämlich 270 Meter. Das ist ein großer Vorteil. Ich kann einen Alpha-Schlag auf genau die gleiche Distanz ausführen. Ich weiß, okay, jede von diesen Waffen kann auf die Distanz 270 Meter treffen. Und gruppiert sind meine Waffen folgendermaßen: Ich habe die beiden Medium-Laser in einer Gruppe, weil die in den Armen sitzen und ich somit auch kleine Mechs gut anvisieren kann, auf dem linken Mausbutton. Das heißt, ich gehe einfach auf Waffengruppe 1. Das feuert dann mein linker Mausbutton ab, dann, was angewählt ist. Und in Waffengruppe 2 habe ich die AK-20 und die SRM-6 plus Artemis. Die sind auf dem rechten Mausbutton. Das hat folgende Bewandtnis: Die AK-20 könnte man auch alleine abfeuern wollen, weil die eine etwas höhere Reichweite hat, wo sie noch Schaden macht. Aber ich finde persönlich, wenn ich mit den Waffen schieße, möchte ich auch Maximum an Schaden rausholen. Und da ist die Bündelung einfach sehr sinnig. Deswegen schieße ich diese beiden Waffen nur zusammen, die AC-20 und die SRM-6. Das macht auch einen sehr hohen Einzelschaden in dem Fall. Und wenn man gut trifft, kriegt man den Gegner auch gut geschockt damit. Denn fast niemand besteht so ein Treffer einfach ohne irgendwie das Gefühl zu haben, ouch, was war das? Ansonsten habt ein bisschen Auge drauf. Ihr habt das ECM drin. Das habe ich ja vorhin schon erwähnt, das Guardian ECM. Die Taste J schaltet das von dem Disrupt Mode in den Counter Mode. Das heißt, ihr könnt damit auch ein gegnerisches ECM auslösen, also auslöschen. Häufig ist es so, man kommt in den Kampf rein und man wird gejammt, also man sieht irgendwo Low Signal auf dem eigenen Bildschirm und stellt fest, okay, irgendwas ist hier in der Nähe, ich kann es nicht sehen, es jammt mich. Dann schalte ich das Guardian ECM mit der Taste J um und zack ist das gegnerische ECM ausgeschaltet und ich bekomme auch die Zielaufschaltung. In dem Moment, wo eine Zielaufschaltung drauf ist, können mir meine Teamkameraden helfen, kann ich selbst sehen, wo das Ziel ist und feuern. Das ist also sehr praktisch. Was ansonsten zu diesem Mech noch zu sagen ist, ist, dass ihr, wenn ihr mit den ballistischen und den Raketenwaffen zusammen auf dem rechten Mausknopf feuert, haltet immer ein bisschen vor. Das ist eine Übungssache, denn diese Waffen fliegen ja einen kleinen Moment, bevor sie auf dem Gegner auftreffen. Und wenn der sich gerade bewegt, dann solltet ihr ein bisschen in diese Richtung vorhalten, in die er sich bewegt. Soweit zum Atlas 7 DDC. Ich switche über auf den ich so Long John genannt habe. Das ist ein Atlas 7D. Auch dieser Atlas ist voll ausgerüstet. Ihr könnt hier sehen, ich habe Standardrüstung, Standardstruktur. Und jetzt gehe ich mal hier ins Loadout rein und möchte euch das zeigen. Ihr seht hier auf dem Center Torso wieder eine Standard Engine 300, mit dem wird dieser Atlas normalerweise auch ausgeliefert. Zwei Engine Heatsinks. Und dann seht ihr hier schon, dass ich LRM-Ammo mit dem Artemis 4-System drin habe. Das Artemis 4-System übrigens müsst ihr auch über Upgrades aktivieren. Das gilt auch für den DDC. Das heißt, Upgrades und das Artemis-System kaufen. Und dann könnt ihr quasi im Waffenslot hier aussuchen, welche von den Raketenwerfern ihr einbauen wollt. Die sind dann mit Artemis gekennzeichnet. Also hier Langstreckenraketen. Ich gehe mal hier auf diesen Torso zuerst. Da seht ihr auch diese beiden Systeme. Das sind zwei LSR-20 oder zwei LRM-20 mit Artemis-System. Das seht ihr hier. Hier habt ihr dann die Auswahl, diese Raketensysteme mit Artemis zu kaufen. Das ist im Fall der Streaks nicht vorhanden. Lasst euch dafür nicht ins Boxhorn jagen und NARG auch nicht. Diese beiden Waffen profitieren nicht von Artemis. Alle anderen, wo das dahinter steht, profitieren von Artemis, wiegen halt eine Tonne mehr und brauchen halt einen Slot mehr. Deswegen kann ich hier in diese zwei Missile-Slots halt genau meine zwei LSR-20 und Artemis reintun. Die LSR profitieren extrem vom Artemis-System. Wer damit getroffen wird, gute Nacht, das tut richtig, richtig weh. Dann gehe ich mir auf den Arm rüber. Ich habe natürlich ein AMS hier eingebaut. Denkt dran, dieser Mech hier hat kein Guardian ECM, das heißt, der ist noch anfälliger gegen Raketen als der DDC. In diesem Fall das AMS also wirklich notwendig. Und ihr seht hier ein Large Laser, habe ich noch als Verteidigungssystem eingebaut. Da kann man drüber streiten. Der linke und der rechte Arm sind gleich ausgerüstet, das zeige ich euch mal. Zack, hier ist nämlich auch ein Large Laser drin. Das sind insgesamt 10 Tonnen. Man könnte jetzt auch argumentieren, gut, ich könnte für diese 10 Tonnen statt zwei Large Laser einzubauen, auch eine ER-PPC einbauen mit 7 Tonnen. Und auf der anderen Seite ein Tag, um mir selbst quasi ein Ziel zu geben. Der Tag-Laser, das kennt ihr ja aus dem vorherigen Tutorial. Wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut euch das an. Ich habe ein Tutorial, wo das Wort Tag auch drin vorkommt. Das ist ja das, wo man für die Langstreckenraketen ein Ziel markiert. Das kann man natürlich auch für sich selbst machen. Mit dem letzten Patch ist der auf 750 Meter Reichweite hochgegangen. Der ist schon sehr nützlich. Und manche Leute sagen auch, man sollte als LSR-Mech ein eigenes Tag haben. Da würde ich auch übereinstimmen, wenn ihr in Pickup-Groups spielt, alleine unterwegs seid oder so, oder keinen Partner habt, der einen Tag hat,
dann macht es tatsächlich Sinn, in seinen Atlas auch ein, oder in was auch immer für ein LSR-Mech ihr fahrt, einen Tag einzubauen. Ich bin immer im Team unterwegs und in diesem Fall ist es so, dass ich dann meistens jemanden habe, der einen Tag für mich fährt. Das heißt, ich brauche das selbst nicht. Das gibt mir selbst halt mit zwei Large-Lasern eine ganz gute Verteidigungsfähigkeit im Nahkampf. Dadurch, dass es in den Armen sitzt, die Laserwaffen, habe ich halt eine gute Steuerung damit. Mit einer ER-PPC könnte ich natürlich auf höhere Reichweite noch ein bisschen mehr Schaden verursachen. Das würde auch zu den LSR als Reichweitenmech passen, aber im Nahkampf bin ich dann komplett wehrlos, weil mit einer PPC im Nahkampf was Schnelles zu treffen, das könnt ihr vergessen. Da ist einfach so. Gut, gehen wir zum nächsten Torso rüber, und zwar zum rechten. Hier seht ihr, ich habe keine Waffen eingebaut, ich habe hier einfach nur Double Heatsinks drin, weil es auch die Frage beantwortet, welches restliche Upgrade-Equipment ich habe, nämlich Double Heatsinks. Die LRM-Ammo ist hier zweimal drin und die AMS-Ammo habe ich hier in den Torso reingepackt. Das ist keine ganz ungefährliche Geschichte hier. Die Munition kann natürlich explodieren. Ich sagte ja vorhin schon, dass schlaue Gegner die Torso-Seiten nehmen. In dem Fall ist es aber so, wenn sie sehen, dass ihr eine LSR-20 oder zwei LSR-20 habt, werden sie wahrscheinlich eher auf diesen Torso feuern, was hoffentlich die Chance ein bisschen verringert, dass eure Munition getroffen wird. Im Kopf ist nichts drin. Da könnte man noch eins von diesen Munitionsteilen hier rüber tun. Und ich glaube, das werde ich auch mal eben tun. Und zwar eine LRM Munition, weil der Kopf, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, ziemlich gut geschützt ist. Da könnt ihr mal live sehen, dass man auch immer noch nachträglich ein bisschen gucken muss, was man so macht. So, dann gehen wir in die Beine und da seht ihr jeweils eine 2 Tonnen von der LRM-Munition. Das macht also 2 Tonnen hier, 4 Tonnen, 6 Tonnen, 7 Tonnen auf dem Kopf. Das ist die 8. Tonne. Und das war's. Also 8 Tonnen Munition. Damit kommt man ein komplettes Match hin. In langen Matches kann man theoretisch auch, ich habe es schon geschafft, auf 0 Ammo zu gehen. Aber der Schaden, wenn ihr eure Salven trefft, ist enorm, den ihr verursachen könnt. Gerade jetzt, wo die Stalker aktiv sind und weniger ECM-Mechs auf dem Feld zu sehen sind, kann es sich wieder lohnen, so ein Mech zu spielen mit LSR-Lafetten. Warum ich keine kleineren LSR-Lafetten dann für mehrere genommen habe, hat einen ganz einfachen Grund. Ich habe hier nur zwei Slots drin und die beiden großen passen rein. Das sind 40 Raketen mal 2,5 Schaden, nee, Entschuldigung, 1,8 Schaden machen die LSR. Da könnt ihr euch selbst ausrechnen, wie viel das ist. Ihr seht hier drüben auch den Eiferschlagpotenzial. Das Eiferschlagpotenzial liegt hier bei 90. Also wenn alle meine Waffen gleichzeitig treffen, sind das 90 Punkte Schaden, die ich verursachen kann. Werden es nicht sein, weil es Raketen sind, die nicht alle treffen, aber das ist schon 25 Punkte höher als der Atlas DDC, den ich euch eben gezeigt habe. Und ich kann euch sagen, der DDC ist im Nahkampf ein echtes Monster. Der hier ist im Fernkampf ein echtes Monster. Wenn ihr ein Team habt, was euch unterstützt, dann ist es kein Problem, mit diesem Mech in die Tausender Schadenszahlen zu kommen. Und es ist auch mit ein bisschen Glück möglich, irgendwie 4 oder 5 Kills damit abzustauben. Ich kann es nur empfehlen, wenn ihr die Kohle überhaupt, um sowas mal auszuprobieren, oder wenn ihr sowieso Lust habt, einen LSR-Mech zu spielen, ist das hier eine schöne Variante. Der ist halt extrem gut gepanzert, der Atlas. Manche Leute würden sagen, ja, aber das lohnt überhaupt nicht, einen Assault zu nehmen und den als LSR-Mech auszurüsten. Dann nehme ich doch lieber irgendwie einen Katapult oder ähnliches. Da mache ich nicht einen Assault-Slot voll mit. Ich kann euch sagen, bisher hat mein Team es nicht bereut, wenn ich den gefahren habe. Außer die Gegner hatten extrem viel ECM und wir nicht. Aber das kommt ganz selten vor, dass wir unsere Mechs dann so fahren. Ja, das war der Atlas 7D. Die Waffengruppierungen sind relativ einfach. Ach, warte mal. Ich muss mal hier abspeichern, habe ich besser geändert. Die Waffengruppierung ist hier relativ einfach. Meine Large Laser liegen wieder auf Waffengruppe 1. Die ist dann auch ausgewählt, sodass ich mit der linken Maustaste Laser abfeuere. Und mit der rechten Maustaste habe ich beide LSR-20. Die habe ich gleichzeitig abgefeuert und nicht im Chainfire-Modus. Weil, wenn 40 Raketen ankommen, das gegnerische AMS eben einfach nicht so viele runterschießen kann von jeder Salve, als wenn sie nacheinander kommen. Denn wenn die Raketen nacheinander kommen, kann das AMS jeweils so und so viel von diesen Raketen runterfeuern. Und nichts ist schlimmer, als einen Schwarm von 40 Raketen auf sich zu fliegen sehen. Das macht keinen Spaß. Davon abgesehen, wenn ihr als Gegner einen Sniper-Mech habt, der in seinem Zoom drin ist und ihr schickt dem eine LSR-Salve entgegen, ab einem bestimmten Zeitpunkt sieht er nichts mehr, weil er wahrscheinlich auf Heat-Vision ist zum Snipern und die Raketen haben ja alle einen Raketenantrieb, logischerweise, und die machen Wärme, die Raketen. Und das bedeutet, der hat auf seinem Heat-Vision-Bild einfach nur ganz viele helle Punkte und dann macht's Bumm. Gut. Das war der Atlas 7D, den ich Long John genannt habe. Ach so, auch hier die
die Rüstung auf den Beinen leicht reduziert, gleiche Gründe wie beim DDC. Heat Efficiency seht ihr hier, ist leicht unter dem von dem hier. Aber dadurch, dass ihr meistens erstmal nur die Raketen feuert, nicht Laser, könnt ihr die Raketen eigentlich unbegrenzt lange feuern, so viel Heat Efficiency hat der. Nur wenn ihr dann anfangt, die Laser gleichzeitig zu feuern, dann kommt man halt relativ fix in Hitzeprobleme. Aber die benutze ich normalerweise nur zur Verteidigung und in dem Fall habe ich meistens dann gar keinen Grund mehr, die LSR zu feuern, beziehungsweise habe ich gar keine Raketen mehr dafür. Gut, kommen wir zum Atlas Tatius, wie ich ihn genannt habe, dem RS. Meines Erachtens ist es mein schwächstes Loadout, nicht nur von der Schadenszahl her, sondern auch vom Spielstil her, wobei der durchaus Spaß macht. Ich habe, und das könnt ihr hier sehen, hier eine etwas höhere Grundgeschwindigkeit, was auf einem Atlas überraschend ist und viele Gegner verwirrt und selbst sehr viel Laune macht zu fahren. Also ich möchte mal sagen, er ist der schwächste von diesen drei Atlas, die ich hier habe, rein von der Feuerkraft her. Vom Spielspaß her ist der eigentlich ziemlich cool. Kann ich auch nur empfehlen, mal auszuprobieren. Ich habe lange dran rumgeschraubt. Der hat angefangen in dem Outfit, in dem ich den DDC gehabt habe. Ja? Also mit SRMs in der Seite, einer AC20 und Medium Lasern, beziehungsweise mit dem Pulslaser in dem Fall, weil der kriegt ja hier nur, was kriegt der nur? Zwei Raketen, da zwei Raketenslots nur rein, dafür vier Energy Slots. Ich glaube, der hatte vier Medium Laser, da hat man halt das Gewicht über von den SRMs, die fehlen. Hab dann ein PPC-Outfit draus gemacht mit vier PPCs, bin dann auf vier Large-Laser gegangen, hab dann keine zusätzlichen Waffen gehabt, das macht keinen Spaß, dann stimmt die Tonnage nicht. Und jetzt möchte ich euch mein Loadout zeigen mit dem. Zack, ihr seht hier schon, wir gehen direkt in den Torso rein, wo zwei SRM sitzen. Der hat kein Artemis-System, ja, ganz wichtig, der hat kein Artemis-System, da muss man drauf achten. Dann sitzt hier ein Double Heatsink, ihr seht hier Structure-Slots, das ist die Endostahl-Struktur, weil der hier hat Endostahl als einziger meiner Mechs. Der hat nämlich als einziger einfach die Zeilen dafür über. Außerdem hat der natürlich Double Heatsinks, das seht ihr hier auch. Er hat keine Ferrofibrous-Arme und ja, das sind quasi die Upgrades, die drin sind und die nicht drin sind. Gehen wir mal in den Center-Torso, da ist eine Standard-Engine 350 drin. Und hier könnt ihr sehen, mit Double Heatsinks, das Ding lohnt sich richtig. Hier sind nämlich vier Slots drin. Ja, das heißt, ich spare quasi 12 Zeilen damit. Das ist ein enormer Vorteil. Die Double Heatsinks braucht dieser Mech allerdings auch. Das seht ihr hier schon in der Heat Efficiency. Ja. Ich gehe mal hier in den anderen Torso. Da seht ihr zwei Double Heatsinks und Structure Slots drin. Dann mal auf den Arm. Hier seht ihr zwei Large Laser, ein Double Heatsink. Und wenn wir jetzt auf den anderen Arm schwenken, seht ihr zwei Large Laser, das Antimisse-System, was der hier auch dringend nötig hat. Ein Double Heatsink. Dann gehen wir mal in die Beine. Hier sind 2 Tonnen SRM-Ammo drin. Hier sind 2 Tonnen SRM-Ammo drin. Das macht 4 Tonnen insgesamt. Und hier oben ist die AMS-Munition drin für das AMS-System im Arm. Ja, damit ist der Mech an sich etwas leichter bewaffnet als die anderen Mechs. Ihr seht, auch hier ist die Panzerung leicht reduziert. Die ist auf 65 an den Beinen, aber hier ist es auch wirklich so, der ist so schnell, dass die meisten Gegner auch hier keine Mühe darauf verschwenden, die Beine anzugreifen. Und mit 65 sind die immer noch ziemlich fett gepanzert. Da würde ich mir keinen Kopf drüber machen, wenn ihr hier nicht auf den vollen 84 seid, dann verschenkt ihr hier nicht wirklich viel Potenzial. Gut, gehen wir einfach mal zack zurück hier, raus aus dem Loadout. Dann kann ich euch sagen, wie die Waffen gruppiert sind. Ich habe die folgendermaßen gruppiert. Auf Waffenpunkt 1 sitzen die vier Large Laser und zwar im gleichzeitigen Feuermodus mit der linken Maustaste ausgelöst. Davon könnt ihr nicht viel mehr als zwei oder drei nacheinander direkt machen, dann kommt ihr in Hitzeprobleme. Auf der rechten Maustaste, also auf Waffengruppe 2, sitzen bei mir die zwei SRM-6. Die werden ungelenkt abgefeuert, einfach als Nahkampfunterstützung und zum Verjagen von kleinen Mechs. Wobei vier Large Laser in den Armen halt auch gut zu feuern sind. Das darf man nicht unterschätzen als leichter Mech, wenn man sich mit so einem hier anlegt. Die vier Large Laser tun ganz schön weh und man kann sie gut zielen. Und auf Waffengruppe 3, und das ist eine Besonderheit bei diesem Mech, liegt auch nochmal Waffen drauf, und zwar wieder die vier Large Laser, diesmal allerdings im Chainfire-Modus. Weil wenn ihr in den Nahkampf kommt und eure zwei, drei vollen Salven abgefeuert habt, dann wollt ihr weiter konstant Schaden machen, gerade auf beschädigten Strukturen. Wenn ihr dann wieder alle vier gleichzeitig abfeuert, geht ihr in Shutdown. Das wollt ihr auf jeden Fall vermeiden. Deswegen dann in den Chainfire-Modus mit Maustaste 3 mache ich das bei mir. In dem Fall ist meine Daumentaste an der Seite.
Da muss jeder selbst gucken, womit er am besten zurechtkommt. Das empfehle ich auf jeden Fall, diese Large Laser einmal im Dauer, also im Dauerfeuermodus quasi mit allen Waffen und einmal im Dauerfeuermodus mit Chainfire zu benutzen. Ja, was gibt es über den Mech sonst noch zu sagen? Eigentlich nichts. Wie gesagt, er hat ein Alpha-Strike-Potenzial, was deutlich geringer ist, liegt nur bei 66 Punkten. Aber durch die hohe Geschwindigkeit, ich komme hier mit meinem Speedweak auf 61, komme irgendwas, macht es echt Laune, um andere Assaults Kreise zu ziehen und die währenddessen genüsslich zu zerpflücken. Und ihr würdet euch wundern, wie viele Medium-Mechs sich plötzlich verjagen, wenn man dem Atlas nicht einfach so entkommt, sondern der eine ganze Weile an einem dran klebt, bevor man außer Reichweite ist. Das macht gerade mit den Large Lasern großen Spaß, den hinterher zu jagen und die Rückenpanzerung zu zerschießen. Soweit dazu. Ich habe sonst ansonsten noch eine kleine Info quasi für euch als Bonus, was die Module betrifft. Und zwar habe ich hier in meinem Atlas Manda, wie ich den genannt habe, bei den Modulen vier Slots. Hier seht ihr schon, das Sensor Range ist hier eingebaut. Das ist ein wirklich sinnvolles Modul. Das bringt 15% mehr Sensorreichweite. Zusammen mit der Beagle Active Probe habt ihr echt eine sehr, sehr frühe Sensorerfassung. In der Regel würde ich jetzt noch einbauen, die habe ich leider noch nicht alle, würde ich noch die 360 Grad Target Retention einbauen, denn nichts ist schlimmer als ein leichter Mech, der irgendwo hinter euch rennt und den ihr aus dem Zielvisier verliert. Das ist mit dem Target Retention nicht mehr möglich. Das kostet eigentlich auch 6 Millionen C-Bills und man muss es erstmal freischalten für, ich glaube, 15.000 GXP. Das ist eine teure Angelegenheit, das habe ich noch nicht. Dann gibt es hier den Capture Accelerator, ist immer eine lustige Geschichte, gerade wenn man vier Hardpoints hier hat in den Modulen, würde ich den mit reinnehmen. Bei den anderen Atlas möglicherweise nicht, je nachdem, ob man Platz hat oder nicht. Kostet eigentlich auch 6 Millionen. Und hier haben wir einmal das Sensor Range Modul und das Target Info Gathering Modul. Da seht ihr, das ist das nächste, was ich mir besorgen werde, wenn ich die Kohle hier habe. Das Target Info Gathering Tool reduziert die Zeit, bis ich die Target-Informationen habe, halt nochmal um 25%. Auch eine großartige Geschichte. Also, Sensor Range, Target Info Gathering, 360 Grad Target Retention und dann noch ein Capture Accelerator in diesen Mech hier rein. Und fertig ist die Laube. Den Advanced Zoom empfehle ich nicht. Jedenfalls nicht auf diesem Mech hier, denn ihr braucht einfach hier keinen Zoom. Die Waffen haben alle nur 270 Meter Reichweite. Wenn ihr auf 270 Meter Reichweite euer Ziel nicht sehen könnt, solltet ihr euch sowieso mal zum Optiker gehen. Ja, von daher ist dieses Modul auf diesem Mech völlig verschwendet. Wo dieses Modul nicht verschwendet ist, ist möglicherweise hier auf dem Atlas RS mit den vier Large Laser, denn mit den vier Large Laser habt ihr eine relativ hohe Reichweite. Da kann man tatsächlich ein kleines bisschen snipern und da ist es manchmal auch nützlich, gerade wenn der Gegner mit ECM versteckt ist, den Advanced Zoom anzuknipsen. Das macht man mit der Taste V, wenn man das Modul eingebaut hat. Sekunden, das ist mein Handy. Da muss ich gerade mal ein bisschen wegmachen. Mit dem Target-Modul auf Taste V kann man halt so einen kleinen Bildausschnitt vergrößern und dann kann man halt punktgenau auf den Mech feuern. Der sieht zwar ein bisschen verpixelt aus, aber wenn man sich mit den Silhouetten ganz gut auskennt, weiß man, wo man hinziehen muss. Ja, ähnliches gilt für den Long John. Da kann das Target-Modul möglicherweise Sinn machen mit den beiden Large Lasern, aber damit wollt ihr eh nicht viel snipern. Ich würde es nicht einbauen. Dann lieber drei von den anderen. Das macht mehr Sinn. Sensor Range und Target Retention auf jeden Fall. Und halt möglicherweise auch das Target Gathering. Das Target Information Gathering Modul. Ja, ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen zu meinen Atlassen habt oder wenn ihr Anregungen habt, dann immer her damit. Ich bin dafür immer offen. Und falls ihr wissen wollt, was als nächstes kommt, tutorial-technisch, habe ich daran gedacht, meine Cataphracta auszubauen und dann darüber das nächste Tutorial zu machen. Wann das kommt, kann ich euch noch nicht genau sagen, weil ich hier noch am Arbeiten bin an den. Ich habe noch keine dritte Variante. Und noch am Rumtweaken bin, was die Waffen betrifft. Da bin ich mir noch nicht so 100% sicher, wie die Ausrüstung am besten ist. Das kommt aber dann halt in ein paar Wochen, denke ich mal, spätestens. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Tschüss, tschüss!